So, wir sind ja, wie gesagt, jetzt hier live am wunderschönen Ballindamm in Hamburg. Ja, man merkt immer noch, es ist ein bisschen Winterzeit. Schauen wir mal, draußen wird es ein bisschen dunkler. Noch besser, sich fallen zu lassen auf dem Sofa. Wobei, ich habe hier einen Wachrüttler heute mitgebracht. Heute darf ich hier begrüßen den Zukunftsforscher Michael Kahl. Herr Kahl, kommen Sie her. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank. Ich glaube, auch ein bisschen tiefer. Hier rein für die Kamera, glaube ich, einfacher. So, wunderbar. So. Perfekt. Schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Die meisten Donner-Reuschel-Kunden und Fans, wir haben ja auch Nicht-Kunden immer mal dabei, ne? Das ist auch vollkommen klar. Die brauchen noch ein bisschen Zeit. aber kennen Sie aus dem Perspektivformat, Sie haben uns schon mal sehr nachhaltig inspiriert. Vor einem Jahr. Vor einem Jahr. Im digitalen Format. Da war ich in meinem Studio und nicht hier vor Ort. Waren Sie insofern. Schön Leipzig. So ist es. Also Leipzig ist ja auch eine Stadt, die viel auch mit Kunst zu tun hat, muss man sagen. Ja, also auch Dresden, Leipzig. Ich selber bin da auch recht viel, weil wir dort eine Kooperation haben mit einer Vermögensverwaltungsgesellschaft. Reuschel hatte die erste Bankfiliale in den neuen Bundesländern nach der Grenzöffnung. Und das ist die BRC in Leipzig. Und die haben sich dann irgendwann das Team, das war eine starke Frau, die Katrin, hat dann irgendwann das Ruder übernommen. Und Bank war nicht mehr so, ne? Wissen wir ja alle, Bankgeschäft ist auch speziell. Sie hat sich dann als Vermögensverwalterin niedergelassen. Insofern bin ich regelmäßig dort und sehe, da ist in Leipzig ist was los. Da atmet man Zukunft ein. Absolut. Es ist ein sehr geeigneter Standort, um über Fragen von Zukunft, von Veränderung, auch von alternativen Zukünften nachzudenken. Es geht ein bisschen in die Anstrengung des Alters. Wie Sie sprachen eben über die Entbehrungen. Man dreht sich einmal um, auf einmal ist alles anders, alles umgebaut. Also es fordert einen schon raus. Aber ich suche das auch regelrecht. Immer wieder zum neuen Denken rausgefordert zu werden. Ja, und es ist auch eine Stadt mit vielen Studierenden. Ja. Ja. Das muss man sagen, die kommen auch von überall her. Und irgendwie habe ich den Eindruck, wenn man so durch Leipzig geht, auch eine recht junge Stadt. Eine sehr junge Stadt, eine sehr schnell wachsende Stadt. Auch das merkt man an allen Ecken und Enden. Schulen, alle diese Dinge sind wirkliche Mangelware. Aber dadurch eben was sehr Lebendiges, was sehr Dynamisches. Sehr wohltuend. Und dann die Thomanerkirche mit dem Thomanerchor als Ruhepol. Die Nikolaikirche mit ihrer Rolle im Zuge der Einheit. Und ja. Natürlich, also das Spektrum ist breit. Bis hin zur Baumwollspinnerei, wo eben dann Neo Rauch seine Studien und so weiter. Also wo auch international alles das, was man mit Kunst verbindet, viel guckt dann nach Leipzig. Das ist ja schon, sind ja so 15 Minuten vom Stadtkern. Ungefähr 3 Minuten von meinem Institut. Ja, auf jeden Fall eine coole Location, weil da habe ich auch schon Vorträge gehalten auf Veranstaltungen. Ja. Ich muss sagen, das ist dann toll, wenn du diese alten Gebäude hast und du spürst diesen modernen Geist. Absolut, und es führt auch im Grunde schon zu unserem heutigen Thema hin, weil das sind ja alles, also wir reden über Industriebauten. Ja. Und wir reden über Fragen von wie, also das ist für Arbeit gebaut worden. Und heute machen wir ganz andere Dinge damit. Schon sind wir beim Thema. Ja, das Thema Zeitwohlstand, Demografie und neues Arbeiten. Ja. Ich frage mich immer, wie Sie sich aufladen. Also, wo Sie das immer hernehmen. Also, Sie haben gesagt, klar, das Setup macht einiges. Ich selber war jetzt vor 14 Tagen beim DLD in München. Ist ja eine internationale Konferenz mit vielen Speakern. Digitale Themen der Zukunft, Veränderungen in Gesellschaften. Wie laden Sie sich eigentlich auf? Also, das Setup ist das eine, aber lesen Sie unendlich viele Bücher? Oder wie muss man sich das vorstellen? Ich würde gerne doppelt so viele, unendlich viele Bücher lesen, aber der Tag ist immer so früh zu Ende. Ich glaube, so ein Stück Begeisterung fürs Nachhaken muss man schon mitbringen. Und die Faszination dafür, also wir tun das ja zu wenig, glaube ich, wirklich über Zukunft und unterschiedliche Zukünfte zu reden. Wir alle sind geübt darin, uns vorzustellen, wie wird es morgen. Das ist auch leicht.
ungefähr wie heute. Wird schon passen. So, aber das lässt sich ja nicht beliebig nach vorne verlängern. Also wir können nicht 3650 Mal sagen, wird ungefähr wie heute und dann sind wir 10 Jahre voraus. Eine von verschiedenen Möglichkeiten, aber nicht die wahrscheinlichste Zukunft. So, und das Schlimme ist ja, wir verbringen den Rest des Lebens in der Zukunft. Total. Also, habe ich mal gehört. Und deswegen sollten wir eigentlich vorrangig darüber reden. Ja. Und wir sollten uns irgendwann der Erkenntnis stellen, dass höchstwahrscheinlich die Zukunft eben anders ist. Mhm. Und das klingt immer so harmlos, nicht? Wir sind gewohnt, in Kategorien von Verbessern zu denken. Wir sind gewohnt, linear über Zukunft zu denken. Es wird morgen ein Stück besser. Oder der Prozess wird ein Stück effizienter. Oder die Qualität wird ein Stück, also innerhalb der bestehenden Paradigma. Aber mit hoher Wahrscheinlichkeit ist die Zukunft, über die wir eigentlich reden, anders und nicht besser. Die kurze Zukunft ist wieder anders wie die mittlere und lange Zukunft. So ist es. Na, jetzt so ist der Zeitenwende, jetzt haben wir mal die kurze Zukunft. Jetzt müssen wir erstmal wieder gucken, dass wir die Basis für Zukunft machen. Ja, Zukunft vollzieht sich in unterschiedlichem Tempi. Das ist sicher so. Ich glaube aber, dass wir gut beraten sind, uns eine Vorstellung davon zu entwickeln, was halten wir eigentlich in, sagen wir mal, einer 10-Jahres-Perspektive? Das gilt so als halbwegs belastbar, ist weit genug weg, dass wir loslassen können, aber eben auch nicht 100 Jahre voraus, da können wir alles behaupten. Das ist alles irgendwie richtig und irgendwie falsch. Aber so 10-Jahres-Perspektive zu sagen, wo wollen wir da eigentlich stehen? Was halten wir für plausibel und auch attraktiv? Mhm. Um dann quasi rückwärts zu gehen und zu sagen, wenn wir mit unserem Bankhaus, mit unserer persönlichen Karriere, mit unserem Familienunternehmen, mit was auch immer der Kontext ist, mit unserer Gesellschaft, unserer Energieversorgung, also das lässt sich durchdeklinieren. Wenn wir in 10 Jahren dort sein wollen, wo müssen wir dann in 5 Jahren schon gelandet sein? Wenn wir da sein wollen, wo müssen wir in 2 Jahren sein? Und schon bin ich dabei zu sagen, was müssen wir eigentlich jetzt machen? Und das ist oft kontraintuitiv zu dem, was wir normalerweise tun würden, was in den Lehrbüchern steht, was wir an der Universität gelernt haben, all diese Dinge. Und da, also ich kann mich dieser Faszination kaum entziehen, weil Sie nach der Motivation gefragt haben, das lässt mich montags morgens aufstehen. Sie laufen hinter sich selber her. Ich habe den Eindruck, oder voraus, oder seit, also ja. Ich habe den Eindruck, Sie laufen hinter sich selber her und gucken Sie, wo läuft der jetzt eigentlich gerade hin, was macht der gerade und wieso macht er das? Oder vielleicht laufen Sie auch vorweg, ich weiß es nicht. Also als ich Kind war, gab es diesen Karlauer, über dem Atlantik sind 2 Flugzeuge zusammengestoßen, in beiden saß Genscher. Das war ja noch. Und das ist, so fühle ich mich manchmal gedanklich. An, ne? Der war immer unterwegs. Ja, ne? Genau. Ja, spannend. Aber wir waren ja jetzt bei der Frage, wo kommt es her? Ja. Es ist immens wichtig, deswegen wollen wir uns damit beschäftigen. Sie haben ja jetzt quasi so Schwerpunktthemen nochmal mitgebracht. Zeitenwohlstand? Ja. Was für mich direkt verknüpft ist mit dem Arbeitsthema. Weil, da werde ich gleich ein paar Gedanken dazu teilen. Wir sind doch sehr gewohnt, Arbeit zu verstehen als etwas, wo wir morgens hingehen und dann hört es abends irgendwann wieder auf. Es sei denn, jemand hat das Glück, künstlerisch tätig zu sein, dann sieht die Welt anders aus. Aber für die meisten in unserer Gesellschaft gilt das, glaube ich. Und das ist eine Art und Weise, mit Zeit umzugehen. Ich glaube, wir müssen zu völlig anderen Logiken kommen. Und wir werden zu völlig anderen Logiken kommen. Ich glaube, dass das eine gute Nachricht ist. Aber dazu werde ich gleich ein bisschen was erzählen. Gut, soll ich Sie von alleine lassen? Sie können auch gerne hier bleiben, also wie Sie mögen. Ja, also wir sind ja da immer frei. Also ich glaube, es drängt Sie jetzt dann doch mal die Wahrheit über den Zeitenwohlstand zu hauen. Bin sehr gespannt, aber ich lasse Sie nicht in Ruhe. Ja? Bitte nicht. Na, ich kann noch mal ein bisschen kitzeln und dann wollen wir mal gucken, was da rauskommt. Ja? Ja. Also, Herr Karl. Ja, danke. Up to you. Danke. Sie haben es erwähnt, ja vor einem Jahr an dieser Stelle schon miteinander über ähnliche Themen gesprochen. Damals standen diese demografischen Fragen stark im Vordergrund. Und die Zahlen kennen Sie ja alle. Wir werden immer älter und das ist ja eine gute Nachricht. Wir tragen das immer so im leidenden Tonfall vor. Es ist ja eine total gute Nachricht. Es treten sehr viel mehr Menschen in den Ruhestand als junge Menschen nach, muss ich alles nicht wiederholen. Schreibt uns Aufgaben auf die Liste, dieses Thema. Ich hatte das Vergnügen im Nachgang nach der Veranstaltung vor einem Jahr, das in meinem Podcast mit Carsten Mumm diskutieren zu dürfen. Wir haben eine tolle Folge gemacht, wo wir zu
unter anderem der Aussage kam, wir brauchen binnen der nächsten wenigen Jahre einen völlig neuen Generationenvertrag. Und kamen beide eigentlich zu der Erkenntnis, leider weiß noch niemand, wie sowas geht und wie das dann eigentlich aussieht. Insofern sollten wir eigentlich direkt anfangen, weil wir keine Zeit zu verschwenden haben. Gemessen an der Aussage sind wir jetzt 365 Tage im Verzug. Meines Wissens ist seither nicht furchtbar viel passiert. Aber eine Ankündigung einer Ankündigung. Also soll ja. Davon kann ich Ihnen auch noch drei geben. Ja, das, die gibt es günstig. Ja, und dabei wissen wir eigentlich, es ist im Grunde wie bei der Klimakrise. Je später man eingreift, desto härter werden die Maßnahmen sein müssen, um das irgendwie wieder auf den Kurs zu bringen. Also gleichzeitig haben wir im Laufe des letzten Jahres erhebliche Entwicklungen in technologischer Hinsicht gesehen, die wir Zukunftsforscher, muss man dann auch mal sagen, seit ein paar Jahren prognostiziert haben. Auf einmal ist es da. Und ich merke auch ganz persönlich, wenn ich irgendwo hinkomme, so wie hier jetzt einen Vortrag halte oder in welcher Form auch immer, hinterher sozusagen der Smalltalk, vor ein paar Jahren ging es immer darum, wann kommt das autonome Fahren und solcherlei Themen. Ist völlig vom Tisch. 100% der Menschen sprechen mich an und sagen, es ist mir völlig egal, was die Zukunft bringt, können Sie mir sagen, woher ich Leute kriege, die bei mir arbeiten. Ja. Das eine große Thema. Und insofern führen uns alle diese Stränge, die in dem Titel stehen, zu der Frage Zukunft von Arbeit. Und wenn wir uns das sozusagen mit einer zukunftsforscherischen Brille anschauen, dann ist natürlich die Frage, was sind so die Faktoren? Was kann man denn plausibilisieren? Technologie ist sicher eines der zentralen Themen. Und was interessanterweise so ein bisschen im Schatten oft verhandelt wird, ist die ganze Entwicklung von Robotik. Also insbesondere mobile Robotik. Nicht die festen Arme, die irgendwo bei Volkswagen an der Straße angeschraubt sind, an der Produktionsstraße, sondern das, was sich bewegt. Wir unterscheiden drei Gattungen. Die einen haben Muskeln, also geht es um Heben und Tragen. Die anderen haben Augen, Ohren, also Sinneswahrnehmung aller Arten. Und die dritten haben Hirn, also können außergewöhnlich gut rechnen. Und spannend wird es, die Entwicklung vollzieht sich mit einem enormen Tempo, und spannend wird es, wenn diese Faktoren anfangen, sich zu kombinieren. Aktuelle Prognose, gerade frisch in eben meinem Podcast diskutiert. Im Laufe dieses Jahrzehnts wird das Thema mobile Robotik ungefähr die Hälfte der Arbeitsplätze im produzierenden Gewerbe und der Industrie überflüssig machen. 50% binnen der nächsten 7 Jahre. Und also ich mache manchmal etwas gewagte Prognosen. Das hier ist das genaue Gegenteil einer gewagten Prognose. Das ist sehr defensiv formuliert. Ich kenne Menschen, die prognostizieren das schneller und umfangreicher. Wir setzen auch Roboter ein. Also das, ich wünsche es Ihnen. Für Standardprozesse mittlerweile vollkommen. Die Frage ist ja, aber was machen wir mit einer so umfangreichen Veränderung? Ja. Und ein Reflex ist natürlich zu sagen, das kann ich meinen Leuten nicht sagen, damit mache ich ja nur Angst. Was aber, das kennen wir aus der Kindererziehung, glaube ich, kein guter Ratschlag ist, weil warum sollten wir Dinge, von denen wir wissen, dass sie passieren, nicht auch kommunizieren und dann damit gemeinsam umgehen können? Es ist auch die Frage, sollen wir Menschen weiterhin mit Tätigkeiten beschäftigen, die ebenso gut Maschinen ausführen könnten? Den Reflex gibt es. Das ist der berühmte Heizer auf der E-Lok. Haben wir massenhaft getan, immer wieder. Ich halte das für ein problematisches Menschenbild. Menschen Dinge heben zu lassen, wenn es ebenso gut die Maschine gibt, die das auch machen kann. Wir müssen aber mit dem Phänomen umgehen. Noch zugespitzter das ganze Thema der künstlichen Intelligenz. Bei aller Schwierigkeit dieses Begriffs. Also sagen wir mal, sehr leistungsstarke digitale Systeme, die lernen und so tun, als wären sie intelligent. Haben Sie ChatGPT ausprobiert? Ja, habe ich ausprobiert. Ist schon recht nah, also quasi ist ein Computer, der mir intelligente Antworten geben kann zum Beispiel. Ja. Ja. Und ich sage es nur gerade noch mal so zur Vereinfachung, es ist schon wirklich spannend zu sehen, wie gut die teilweise sind, aber es gibt natürlich auch Dinge, die gar nicht können. Ne?
Aber selbstverständlich. Wahnsinnig. Also die Veränderung ist ja wahnsinnig. Also wenn ich an der Stelle mal streng über die Brille gucken darf, für den Fall, dass Sie das selber noch nicht ausprobiert haben, Sie müssen das ausprobieren. Ist auch kostenfrei. Also es ist wirklich völlig einfach. OpenAI.com heißt die Webseite, also offene künstliche Intelligenz. OpenAI.com ist die Stiftung, die dahinter steht. Man muss das mit eigenen Augen gesehen haben. Ich habe das vorige Woche mit einem Workshop voller Führungskräfteentwickler diskutiert und habe denen gezeigt, übrigens, das entwirft eure Programme. Mhm. Minutiös, mit minutiösem Ablauf. Und wenn es noch eine interaktive Übung am Anfang braucht, dann schlägt es dir auch noch 5 vor. Und wenn dir die nicht gefallen, schlägt es auch noch 100 weitere vor. Ja. Masse ist auf einmal überhaupt gar kein Problem. Meine Tochter studiert Musikwissenschaft. Die weiß inzwischen auch, dass wenn es darum geht, eine interpretierende Analyse von Brahms Violinsonate zu schreiben, das macht die künstliche Intelligenz. Die auch kennt, ne? So, also will sagen, wir erleben, und das geht jetzt, es geht dann durch alle Formate. Also Sie brauchen Text, ja. Sie brauchen Excel-Tabellen, macht. Sie brauchen Programmierung, HTML, Python, kein Problem. Sie brauchen Bilder, Grafiken, Gemälde. Wäre interessant, das nochmal in Richtung Kunst zu diskutieren. Natürlich ist das keine Kunst, sondern die Simulation von Kunst. Ist nur die Frage, wann erkennen wir den Unterschied nicht mehr? Ja. Für mich ist auch heute das Problem, weil Sie gefragt haben, ob wir das schon gemacht haben, wie der technologische Fortschritt an uns vorbeirauscht, weil wir den so gar nicht mitkriegen. Und dann ist der da. Und dann ist er mit aller Wucht. Also mir ging es jetzt gerade bei uns eine neue Outlook-Version und plötzlich schlägt er mir zu meinen Mails Antworten vor. Ja. Ja, also dem habe ich gar nicht gesagt, der soll sowas machen. Ja. Aber die sind nicht schlecht, die Antworten. Ja, also, das muss man einfach mal sagen. Ja. Ja? Also, und wenn man da nicht aufmerksam ist, was passiert da im Hintergrund eigentlich, ja? Ich entwickle gerade einen automatisierten Ablauf, um aus meinem 45-minütigen Podcast vollautomatisch ein Transkript zu machen, dieses zusammenzufassen auf 5 wichtige Thesen und daraus Artikel unterschiedlicher Länge zu produzieren, ohne dass ein Mensch das anfasst. Geht. Kostenlos. Also ein kostenloser Mitarbeiter. Mhm. Dafür, ich habe in einer früheren beruflichen Rolle als Redakteur mal viel Geld für solche Tätigkeiten verdient. Ja. Das würde mir heute keiner mehr geben. Also spannend und es ist vor allem auch perspektivisch spannend. Dieses System, Sie werden das dann alle ausprobieren, macht das, ist reine Statistik, ist Vorhersage von der nächsten Sinneinheit. Nimmt sich immer die letzten 4, sagt die nächste vorweg. Macht das auf der Basis von ungefähr 7,5 Milliarden Parametern in Echtzeit. Das klingt jetzt wahnsinnig viel. Ist ungefähr den Faktor 10.000 weniger, als wir beide so einsetzen. Und das ist gleichzeitig in etwa der technologische Sprung, den wir fürs zweite Quartal erwarten. Aber ich wollte gerade sagen, wenn man jetzt mal aus der Evolution guckt, der nächste Sprung in der Technik, wann hat er uns eingeholt und was macht er? In 3 Monaten. Ja, ja. No? Wir rechnen für erste Hälfte dieses Jahres mit diesem Sprung. Und jetzt wird es auf einmal eben nicht mehr so bequem, dass man sagt, naja, die Roboter machen irgendwie Arbeitsplätze weg, aber das sind jetzt, können sich wahrscheinlich hier im Auditorium die meisten zurücklehnen und sagen, ist nicht mein Job. Mhm. Aber wenn wir über künstliche Intelligenz reden, dann sind wir alle mit im Boot. Microsoft verhandelt gerade die Nutzungsrechte dafür zu erwerben für 10 Milliarden. Also wir reden über Größenordnungen. So, das ist ein Schlag ins Kontor, würde ich sagen. Und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, was macht das mit uns? Was macht das mit unserem Verständnis von Arbeit? Wie gehen wir damit um? Mhm. Unsere klassische Antwort war, wir ziehen uns zurück. Die Maschinen können immer mehr, das Feld des Menschen wird immer kleiner. So haben wir das die letzten 200 Jahre durch die Industrialisierung gemacht. Meine These, diese Strategie kommt an ihr Ende. Also 35-Stunden-Woche von der IG Krawall ist vorbei. Ja, das Thema geht am Puls der Zeit vorbei. Mhm. Weil die Vorstellung, dass Arbeit etwas ist, wo der Mensch seine Zeit gibt und dafür Geld bekommt, vom Tisch geht. Und
Jetzt wird es wirklich spannend. Mhm. Denn daran hängt unser ganzes Modell von Arbeit. Daran hängt die Frage, wenn die Zeit der limitierende Faktor ist, muss ich über die Frage reden, wie viel habe ich davon eigentlich, wie viel ist sie mir wert, wie kann ich das Maximale da rausholen. Also muss ich Fragen von Effizienz und Ähnlichem stellen. Wir haben ja im Grunde uns selbst behandelt wie so eine Art Ersatzmaschine. Der Mensch macht immer das, was die Maschine noch nicht kann. Und wir haben uns aber, das kann man durchdeklinieren, nicht? Wir haben Wartung gemacht, wir haben die Leute in Urlaub geschickt, wir haben betriebliches Gesundheitsmanagement ist letzten Endes auch nichts weiter als der Versuch, die Maschinenlaufzeit zu erhöhen. Alle dieser Logik entziehen wir selber durch die technologische Entwicklung den Boden, indem wir neu über Arbeit nachdenken müssen und indem das Mittel Zeit gegen Geld nicht mehr funktioniert. Naja, und demografischer Wandel, also wenn ich mal denke... Kommt noch dazu. Na, als ich noch klein war, da gab es die Pyramide. Ja. Heute ist es ein Dönerspieß, aber der ist schon ganz schön abrasiert, würde man sagen wahrscheinlich. Ne? Da ist wenig Nachwuchs, so toll, überalterte Bevölkerung. So ist es. 100 Jahre plus. Hohe Gesundheitskosten finanzieren. Ganz genau. Und das führt im Grunde, wenn wir uns das so in den Kontext setzen... Dann ist so das vermeintlich arglose Gespräch am kalten Buffet darüber, dass man schon wieder keine Mitarbeiter findet, kriegt auf einmal ein anderes Bild. Mhm. Ich versuche das ganz wertfrei zu formulieren, aber es geht eigentlich am Thema vorbei, weil unser eigentliches Thema ist, dass wir anders über Arbeit nachdenken müssen. Unser eigentliches Thema ist, dass Maschinen aller Arten, inklusive der digitalen, in erheblich größerem Umfang Leistungen erbringen können. Unser Problem ist nicht, dass Menschen fehlen. Unser Problem ist eigentlich, dass wir mit denjenigen, die wir da sind, uns überlegen müssen, was wollen wir eigentlich Sinnvolles tun. Naja, ich muss aber die Frage geht genau umgekehrt. Ich muss auch aufpassen, die jungen Leute, die jetzt neu anfangen, die wollen keine 40 Jahre im selben Unternehmen arbeiten. Die wollen nach 2-3 Jahren wieder die nächste Destination, vielleicht auch mal ganz woanders. Ja, also das sind ja... So, das sind Auswirkungen davon. Wir haben unheimlich viele, die sind 30, 40 Jahre bei uns. Das wird es nicht mehr geben. Ja, das heißt, ich muss auch eine ganz andere nachhaltige Glaubwürdigkeit als Arbeitgeber haben. Arbeitgeber, hatten Sie, glaube ich, schon mal gesagt, ist ein falscher Begriff. Das haben wir voriges Jahr diskutiert. Das war genau der Punkt. Das war an dieser Stelle genau der Punkt. Denn Arbeitnehmer muss der heißen. So ist es, weil das Unternehmen nimmt ja im Grunde die Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und die Menschen geben die Arbeit. Sie bekommen ja auch das Geld dafür. Also das ist ja der Deal eigentlich. Interessant finde ich, und wir spielen das jetzt einfach einmal durch. Und Sie können das dann nehmen oder können sagen, der ist Zukunftsforscher, der spinnt, das ist unbequem, ich tue das wieder beiseite. Das ist ja Ihnen völlig unbenommen. Wenn Arbeitszeit gegen Geld nicht mehr die Grundannahme ist, was passiert dann? Dann müssen wir auf einmal konsequent nicht mehr über Anwesenheitszeiten und Auslastung reden, sondern tatsächlich über Ziele und was ist eigentlich zu erbringen reden. Mhm. Ich versuche das in meinem kleinen Institut umzusetzen, merke am eigenen Leib, wie schwer das ist, weil die entscheidende, solange alle überlastet sind, ist das ja leicht. Ja. Was passiert aber, wenn meine engste Mitarbeiterin kommt und sagt, so, wir hatten darüber gesprochen, in dieser Woche mache ich dieses fertig. Jetzt ist Donnerstagmittag, ich bin fertig. Was sage ich dann? Sage ich, da in der Ecke liegen noch die ganzen Sachen, die alle liegen geblieben sind, könntest du dich bitte nützlich machen? Oder sage ich, viel Spaß am See. Ja, happy weekend. Happy life, so happy wife. Nee, happy life, happy wife, genau. Ja, genau. So muss das sein, auch da, ne? So, aber wenn wir das einen Schritt weiter denken, dann würden wir aufhören, Arbeitszeit zu messen. Dann würden wir die Steche sowieso einmotten, aber wir würden auch anders, zum Beispiel würden wir nicht mehr über Teilzeitarbeit, sondern Teilleistungsarbeit reden. Mhm. Weil einfach geringerer Umfang der zu erbringen ist. Wir würden aufhören, Urlaubstage zu zählen. Mhm. Soll doch jeder und jede Urlaub machen, wie er sie es will. Ich halte mich physisch davon ab, in meinem Team Urlaubstage aufzuschreiben. Funktioniert. Geht, ne? Ja. Ist ein Lernprozess, aber es geht. Führt uns zu völlig anderen Organisationsformen. Weil, glaube ich, unmittelbar einsichtig ist, dass unsere klassischen
doch eher in silohaften Abteilungen strukturierten Unternehmen mit einer solchen Welt nichts mehr anfangen können. Das heißt, wir brauchen Organisationsformen, die das unterstützen. Die haben mit festen Abteilungen, Zuständigkeiten, Aufgaben, die man ans Türschild schreiben kann, nichts mehr zu tun. Führt zu einer völlig anderen Vorstellung davon, was heißt eigentlich Führung. Denn logischerweise, wer so etwas will, wird es Verantwortung von Führung sein, solche Prozesse anzustoßen, auf den Weg zu bringen. Mhm. Aber heißt Führung dann noch, Entscheidungen zu fällen? Eigentlich nicht. Das sehen wir ja in der Politik auch schon, ne? So ist es. Da wird geguckt, was die Mehrheit meint, ne? Und dann wird das dahin moderiert. Ich begleite seit einigen Jahren ein Unternehmen, produzierendes Gewerbe, die stellen hochspezialisierte elektronische Relais her, die also dann hinterher Bosch und Konsorten kaufen, um das in ihre Maschinen einzubauen. Die einen solchen Prozess genau vor ein paar Jahren gestartet haben, wo die Geschäftsführung gesagt hat, interessant, was ihr Leute wollt, wir fällen keine Entscheidungen mehr, das müsst ihr selber machen. Wenn ihr neue Produkte wollt, müsst ihr darüber nachdenken, was kosten die, wie geht das und so weiter. Und mir hat der Geschäftsführer vor kurzem erzählt, wo das für ihn so zur zentralen Lernerfahrung als Führungskraft wurde, indem er nämlich freitags nachmittags in seine Produktionshalle kam, um sich zum Wochenende zu verabschieden und feststellte, Licht ist aus, da ist keiner. War keiner, ne? Ja, wir haben ja auch eine Homeoffice-Quote, wie gesagt, die ist exorbitant. Aber Sie sind nicht produzierendes Gewerbe. Nein, das. So, und was war passiert? Naja. Die haben im Zuge von, jeder soll selber verantwortliche Entscheidungen treffen können, alle möglichen, im Grunde alle Daten öffentlich gemacht. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können also gucken, nicht nur, wie steht es ums Geld und um die Preise und sonst wie, sondern zum Beispiel Energie. Und wir haben dann festgestellt, unsere Maschinen brauchen den allergrößten Teil der Energie, wenn wir sie morgens anmachen. Ja. Es ist also sinnvoll, nicht 5 Tage gleich zu arbeiten, sondern 4 Tage mehr zu arbeiten und einen Tag frei zu machen. Mhm. Gleichzeitig, das ist in Wien ansässig, das Unternehmen, sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Balkan, die gerne übers Wochenende zu ihrer Familie fahren, einen Tag mehr, super Geschichte. Also haben sie gesagt, wir probieren das aus. Jede zweite Woche machen wir es. Haben das mit Arbeitssicherheit besprochen, mit Marketing, mit Vertrieb, mit allen Beteiligten. Alle haben gesagt, ja, einverstanden, guter Plan, probieren. Wir haben nur vergessen, dem Geschäftsführer Bescheid zu sagen. Hey, gut. Und der ist auch nie bei seinen Leuten gewesen, sondern... Der hatte andere Dinge zu tun. Ja, genau. Aber im Kleinen ist das genau die Veränderung, über die wir eigentlich reden. Und das führt uns hin zu einem Bild von Arbeit, was eben mit unserer Vorstellung, die wir die letzten 200 Jahre hatten, nicht mehr furchtbar viel zu tun hat. Und die Vorstellung, wenn wir das mal historisch ansortieren, die Vorstellung, es wird Ihnen nicht anders gehen als mir, ich bin damit aufgewachsen und habe gedacht, das ist ganz normal so, aber es ist natürlich historisch bedingt, ist entstanden im Zuge der Industrialisierung. Vorher haben Menschen ja auch gearbeitet und haben alles getan, was Wichtiges zu tun ist. An Bildung, an Gesundheitspflege, an Sozialem, an Nebenerwerbslandwirtschaft und ja, Handwerk und was nicht. Die Familie war ja auch quasi ein Unternehmen. Klar. Und dann haben wir einen Teil rausgeschnitten und haben gesagt, jetzt nimmst du einen Teil deiner Zeit, nämlich 8, 10, 12, wie auch immer Stunden am Tag, und dann gehst du in die Fabrik. Und irgendwann haben wir angefangen zu glauben, das ist Arbeit und der ganze Rest nicht. Oh Wunder, in welchen Bereichen tun wir uns seit langem schwer, Menschen zu finden, die arbeiten? In genau den Bereichen, die eigentlich außerhalb dessen liegen. Bei der Bildung, bei der Gesundheit. Ja. Schule. Es gab gestern die große Kultusministerkonferenz, die sich mit Lehrermangel beschäftigt, die zu der großartigen Erkenntnis gekommen sind, die Lehrer müssen es halt mehr wollen. Mhm. Ja, und die wollen die Verwaltungsanteile erhöhen in den Schulen. Ja. Also wenn dann noch mehr Leute sich Gedanken machen, wie die Lüftung in den Räumen laufen, ja, die Lüfter nie kommen, das hilft ja keinem. Ne? Genau, das hilft keinem. Mhm. Und wir insofern, glaube ich, das ist, was unsere Vorstellung von Zeit und Arbeit angeht, die Zeitenwende, um den Begriff einmal zu strapazieren, vor der wir stehen. Und zwar unmittelbar davor, dass wir diese künstliche Beschränkung von Arbeit auf die
produktive Erwerbsarbeit, die auf die Industrialisierung zurückgeht, die werden wir überwinden und zu einer anderen Vorstellung von Arbeit kommen, die anknüpft an das, was wir vorher hatten. Stellt 1000 Fragen. Wie vergüten wir das? Ist so eine der naheliegenden. Da brauchen wir, glaube ich, noch ein paar Fantasien. Die Modelle liegen nicht ohne weiteres auf dem Tisch. Universelles Grundeinkommen ist weltweit noch nicht gleich. Also, nein, natürlich. Wir sind ja global. Also, das ist ja das Thema. So ist es. Das muss ja für Indonesien genauso gelten wie Nigeria, wie für Deutschland, Kanada oder China. Ja, ja. Die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen in den Griff zu bekommen, ist eine enorme, vor allem kommunikative Aufgabe. Wir werden niemals den Punkt erreichen, dass es überall gleich ist. Es wird auch immer eine Ausrede bleiben, zu sagen, anderswo geht das nicht, deswegen können wir es hier nicht machen. Aber zu verhandeln ist das. Mhm. Ist das universelle Grundeinkommen eine Antwort auf die Vergütungsfrage? Es ist zumindest eine Antwort, zu der man sich verhalten kann. Ich kenne keine bessere bei allen Schwächen des Modells. Ja. Die letzte, einzige wird es wohl nicht sein. Also das ist, glaube ich, das, was wir Stand Januar 2023 sagen können. Wir kommen zu im Grunde einem menschlicheren Bild von Arbeit hin und überwinden die Beschränkungen auf ein etwas enges, industrialisiert geprägtes Verständnis von Arbeit, ironischerweise gerade technologisch getrieben. Jetzt könnte man sich noch die Frage stellen, wie kommen wir denn da hin? Also wenn ich jetzt mir überlege, ich habe eine Führungsverantwortung irgendeiner Art und ich folge diesem Gedanken und sage so, jetzt, was machen wir denn jetzt? Mhm. Und vor allem habe ich gleich noch die Frage nach der IT-Sicherheit. Ja, das ist eine gute Frage. Aber um sozusagen mal bei der kulturellen Ebene anzufangen. Wir haben am Anfang über den Unterschied zwischen einer linearen Zukunft, die nach dem Besseren fragt, und einer kreativen, disruptiven Zukunft, die nach dem Anderen fragt, gesprochen. Und meiner Meinung nach kommen wir nur zu einem neuen Bild von Arbeit, wenn wir uns mit dem Anderen beschäftigen. Und das bedeutet, die Regeln des Guten und Besseren auch gezielt zu brechen. Kleines Beispiel, mini klein. Mein Institut ist im vergangenen Herbst umgezogen, wir haben uns ein wenig vergrößern können. Mhm. Wir haben bei dieser Gelegenheit den letzten Drucker abgeschafft. Wir haben keinen mehr. Aber Sie haben so ein All-in-One wahrscheinlich, oder? Nein. Nein. Nein, Sie zwingen quasi zum digitalen Arbeiten. So ist es. Wir brechen mit der Regel, das, was wichtig ist, drucken wir dann aus. Und ich musste der Buchhaltung beibringen, dass das geht. War schwer, aber es ging. Und ab und zu braucht die Grafik irgendwelche, ja, 500 Meter die Straße runter ist ein Copyshop, da kann man hingehen und dann kann man das irgendwie auch sich auf Papier holen, wenn man das will. Aber das ist eine Kleinigkeit, wir brechen die Regel, selbstverständlich brauchen wir eine Möglichkeit, Dinge zu drucken. Brauchen wir nicht. Wir wollen digital arbeiten. Wir wollen remote first arbeiten. Es gibt, gehen wir ins ganz praktische Handwerk, eine Familienbäckerei in Rosenheim im südlichen Bayern, die, also wer sich mit dem Bäckerhandwerk ein bisschen auskennt, wenn irgendjemand Nachwuchssorgen hat, dann sind das die. Absolut. Und zwar in einem Maße, dass einem, also wenn man nicht schon graue Haare hätte. Der kurzerhand beschlossen hat, ja, wir fangen erst, einer fängt um 6 an, die anderen kommen um 7. Okay. Früher war ja 3 Uhr, war ja eigentlich angesagt. Schon spät, ja. Mhm. Und stellt fest, oh, dann können wir den Teig länger gehen lassen, das Brot ist sogar besser. 48 Stunden gereift. Der hat in 10 Jahren noch nicht eine Stellenanzeige geschaltet. Ja. Also gibt es auch Riesenunterschiede. Also, so, und das ist das, wofür ich nur werben kann, zu sagen, wenn wir uns nicht zurücklehnen wollen und sagen, naja, lass die mal machen, wir springen dann schon hinten auf den Zug auf, der kann schnell vorbeifahren, Sie haben es eben schon technologisch gesagt, sondern wir uns dem tatsächlich stellen wollen. Ich glaube, das müssen wir, das ist meine Vorstellung davon, was es heißt, in unternehmerischer Verantwortung zu stehen, dann werden wir gezielt mit bestimmten Regeln unseres alten Bildes von Arbeit brechen müssen, um Platz zu schaffen für Neue. Wissen wir, wohin das führt?
Nein. Aber wir wissen, was die Alternative wäre. Und die können wir nicht wollen. Das ist ja häufig so, das Risiko der Nichtentscheidung ist in der Regel höher als das der Entscheidung. Genau das. Ja, aber man traut sich nicht. Und dafür brauchen wir eigentlich jetzt Mut, damit wir wieder weiterkommen. Genau das ist es. Lieber Herr Karl, ich sage mal, danke für die Inspiration. Sie haben uns jetzt in diesem Jahr wieder den Ball auf den Elfmeterpunkt gelegt. Wir müssen selber reinschießen. Ja. Also ich habe wieder viel, viel mitgenommen. Sagen Sie noch vielleicht einen Satz zur IT-Sicherheit bei den ganzen Themen. Können wir nicht irgendwie von so einem Oberbestimmer mal irgendwann alle schachmatt gesetzt werden? Also wir merken ja kritische Infrastruktur. Kritische Infrastruktur ist ein Irrsinnsthema. Die Frage von Kompetenz an dieser Stelle ist wahnsinnig kompliziert. Wir erwarten in den kommenden Jahren, man weiß es nicht genau, ob das noch dieses Jahrzehnt passieren wird, aber nicht lang danach, die Marktreife von Quantencomputern. Und bis dahin müssen wir noch anständige Passwörter wählen. Gut. Danach müssen wir das ganze Thema IT-Sicherheit sowieso noch mal völlig neu diskutieren. Bis dahin sind alles vorläufige Lösungen. Da freut mich, dass Sie das ansprechen. Wir haben ein tolles Projekt, was wir als Bank begleiten im Quantencomputing, kann ich nur sagen. Damit werden wir weltweit... Die nächste Zeitenwende. Ja, ja, da werden wir weltweit auch wirklich Maßstäbe sehen. Die machen das zusammen mit einem großen Institut in Deutschland. Und viele Regierungen sind schon da dran. Also da kommt... Ja. Das ist ein guter Grund, dass Sie nächstes Jahr wieder zu den Perspektiven kommen müssen, lieber Herr Karl. Ich freue mich jetzt schon drauf. Zu berichten. Also ich merke, da ist richtig, also das war jetzt ja Zufall. Wir haben uns gar nicht vorher abgestimmt, damit es auch authentisch wird. Aber da liegt wirklich richtig was quasi vor der Haustür. Und wir müssen flexibel bleiben, mutig sein und doch ein bisschen hinter uns herlaufen. Ne? Also der Bäcker hat eine kluge Entscheidung getroffen, mal kritisch zu untersuchen, weil es war fürs Produkt besser, es war für die Arbeitgeberattraktivität besser. So ist es. Und er konnte besser schlafen. Also, gute Sache. Ja. Yeah. Also, vielen herzlichen Dank. Sehr gerne und bis nächstes Jahr. Der Podcast, der ist ja öffentlich zugänglich. Also, Karls wer Zukunft von Ihnen nicht genug haben kann, genau. Ne, der geht wieder quasi auf den Podcast und ist immer zeitnah informiert. Aber von dieser Stelle nochmal ganz herzliches Dankeschön. Danke.